Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen bei der zweiten Ausgabe von Headlines Deadlines, also meinen Meldungen der Woche. Achtung, dieses Format ist nicht frei von Ironie und Sarkasmus und erhebt keinen Anspruch auf Seriosität und Vollständigkeit. Viele der Meldungen habe ich wieder bei Brightsblog gefunden. Für mich eine gute Anlaufstelle, um sich im Wirrwarr der Meldungen zu orientieren. Starten wir direkt mit der ersten Meldung. Ampel, Geheimsache digitale Meldeketten. Die Digitalisierung der Infektionsmeldungen an das Robert-Koch-Institut soll geheim bleiben. Dabei hatte die Ampel mehr Transparenz für ihre Arbeit versprochen. Die Selbsthilfegruppe Bundestag hat sich konsolidiert. Die Ressorts und ihre Vorstehenden stellen sich vor. Mehr Fortschritt wagen sollte auch vor der Wahl das Motto der Neuregierenden sein. Im Rahmen dieses Lippenbekenntnisses sollte auch die Tätigkeit der Ausschüsse in Teilen transparenter an den Souverän kommuniziert werden. Doch schon jetzt zeigt sich, man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor der Wahl gesagt wird, auch nach der Wahl gilt. Anträge der ehemaligen PDS alias Die Linke zum Thema blieben bis jetzt liegen. Auch der Digitalausschuss verbarg sich wieder hinter verschlossenen Türen, was ich bei neuralgischen Themen noch verstehen kann. Aber ist auch der Status der Meldeketten zum RKI unter Verschluss zu halten? Ob das eine gute Idee ist? Nach einiger Zeit heißt es dann vermutlich, Ivan hätte falsche Daten in das System gespeist. Deswegen würden die Maßnahmen weiter fortgesetzt. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bundesvorstand der Grünen. Es steht der Anfangsverdacht der Untreue wegen umstrittener Corona-Sonderzahlungen im Raum. Die Ermittlungen richten sich gegen den gesamten Vorstand der Grünen und damit auch gegen die Minister Baerbock und Habeck. Die Staatsanwaltschaft Berlin habe Ermittlungen aufgenommen. Und das, obwohl die guten Menschen aus dem Parteivorstand die Gelder bereits zurückgezahlt haben. Es geht um eine Summe von je 1.500 Euro. Habeck selbst sei nicht besonders glücklich mit den Ermittlungen. Er bezeichnete den Sachverhalt als mehrfach politisch durchgenudelt. Ach, und überhaupt, der Vorstand sei aus Sicht aller Beteiligten zu den entsprechenden Beschlüssen legitimiert gewesen. Na dann, werte Staatsanwaltschaft, gibt es doch keinen Grund für weitere Ermittlungen, da der Parteivorstand sich ja selbst legitimiert hat. Ich bin gespannt, welche Predigten wir uns noch von diesen B-Ware-Moralaposteln anhören dürfen. Das nächste Thema passt ja auch wunderbar in die Reihe. Weltwirtschaftsforum. Angst vor Erosion der sozialen Kohärenz. Neben der Selbsthilfegruppe Bundestag gibt es dann noch das geschätzte Weltwirtschaftsforum. Wortreich und unter dem Banner Great Reset wird dort daran gearbeitet, den Status quo aufrechtzuerhalten. Denn die Angst geht um. Die Angst davor, dass der Pöbel auf die Idee kommt, es könnte auch ein anderes System geben. Ein System, in dem der Reichtum nicht privatisiert und die Verluste und die Armut sozialisiert werden. Also wird unter dem Gewitter von Schlagwörtern wie The Great Transformation, Improve the State of the World, Rethink, Redesign, Rebuild, Mastering the Fourth Industrial Revolution oder Globalization 4.0 der alte Wein in neuen Schläuchen und in Regenbogenbechern ausgeschenkt. Ein Zitat aus dem Artikel: Man hört sich schon Predigten an, ist natürlich auch kritisch und besorgt, aber will sich nicht ins eigene Fleisch schneiden und kommt auch gerne mit einem Privatflugzeug. Es ist halt ein Zirkus, mehr nicht. Und die Clowns sind die WEF-Veranstalter mitsamt den Teilnehmern, die mitspielen und denjenigen, die eingekauft oder mit Aufmerksamkeit geködert werden. Auch diejenigen, die hier eine sich verschwörende Elite sehen, spielen mit, indem sie die angebliche Wichtigkeit des Zirkus erhöhen, anstatt ihn zu demaskieren. Besser wäre es, darüber zu lachen, sich nicht einspannen zu lassen und die Angst politisch auszunutzen, um Veränderungen zu erzwingen. Ich lege euch den kompletten Artikel von Krass und Konkret ans Herz. Kommen wir zur nächsten Vorführung in der Manege. Warum wollen immer mehr Mädchen Männer werden? Transfrau Nadia Brönimann warnt junge Menschen. Ärzte und Betroffene warnen vor einer allzu frühen Entscheidung bei Geschlechtsangleichungen. Denn für viele betroffene Kinder ist sie der falsche Weg. Hier berichtet unter anderem die Transfrau Brümimann,
von den positiven Errungenschaften und den Fortschritten für die LGBTQ-Bewegung. Aber wer hätte es gedacht, es gibt auch Schattenseiten. Weltweit ist die Anzahl der Jugendlichen mit einer sogenannten Geschlechtsdysphorie explodiert. Bereits im Alter von 10 Jahren kommen sogenannte Pubertätsblocker zum Einsatz, weil einige Kinder oder deren DNA-Spender der Meinung sind, dass die Kinder in das falsche Geschlecht hineingeboren wurden. Mit 10. Könnte das Rollenbild des coolen Trans-Kids und die überproportionale mediale Präsenz damit zu tun haben? Könnte es? Wäre nicht das erste Hype-Thema, dem dann blindlings nachgelaufen wird? Nur, dass es hier verheerende Auswirkungen haben kann, wenn Chantal feststellt, dass sie doch lieber Syrin geblieben wäre. Wo wir gerade bei den Entwicklungen in einer freien und vielfältigen Gesellschaft waren. EU will eigenen DNS-Resolver mit Netz sperren. In einer aktuellen Ausschreibung der EU-Kommission heißt es, Bürger und Organisationen in der EU verlassen sich zunehmend auf einige wenige öffentliche DNS-Resolver, die von Nicht-EU-Staaten betrieben werden. Auch soll der Dienst eine sehr hohe Zuverlässigkeit und Schutz vor globalen und EU-spezifischen Cyberbedrohungen, zum Beispiel Phishing, in EU-Sprachen bieten. Da Censurella nur unser Bestes will, sollen viele Nutzer erreicht werden und bei der Einrichtung des neuen Dienstes an die Hand genommen werden. Auch die Kommunikation mit Browserherstellern als auch Providern ist bereits geplant. Natürlich ist die Nutzung dann freiwillig. Neben State-of-the-Art Security soll der DNS-Resolver auch diverse Filtermöglichkeiten bieten. Hier lassen sich dann auch wieder gut die Urheberrechtsverletzer als auch der Kindesmissbrauch instrumentalisieren. Im Verbund mit vielen anderen Maßnahmen, zum Beispiel der Quellen-TKÜ oder dem Bashing gegenüber Nutzern diverser Messenger, lässt sich absehen, wohin die Reise geht. Nach dieser Logik müsste dann aber auch der Versand von Briefen oder Paketen eingestellt werden. Ich denke hier nur mal an die Antragsbriefe oder diverse Paketbomben, die leider ihr Ziel gefunden haben. Mehr als 40 Tote bei schwerem IS-Angriff auf Gefängnisse in Syrien. Die friedlichen Eingreiftruppen des IS arbeiten weiter daran, ihre Weltsicht Andersgläubigen begreiflich zu machen. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind 40 Seelen ins Paradies umgesiedelt worden. Ein Gefängnis in der Stadt Al-Hasaga in Syrien war Ziel eines schweren Angriffs der Glaubenskrieger. Ziel der Operation war es, Gleichgesinnte zu befreien. Es kamen auch Zivilisten zu Tode. In der Einrichtung sollen rund 5000 IS-Anhänger eine neue Bleibe gefunden haben. Diese und weitere Angriffe könnten im Zusammenhang mit einer neuen heftigen Initiative der Gotteskrieger stehen. Die Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London können nicht überprüft werden. Schock im Vatikan. Doch nicht nur der IS arbeitet an vertrauensbildenden Maßnahmen, auch der Heilige Stuhl macht weiterhin mit Negativschlagzeilen von sich reden. Ihr könnt euch entsinnen, dass ihr jemals etwas Positives aus dem Vatikan gehört habt? Falls ja, lasst gerne mal einen Kommentar zurück. Das Missbrauchsgutachten aus München schlägt im Christentum ebenso hohe Wellen wie Mose bei der Durchquerung des Roten Meeres. Bis dato gibt es keine offizielle Stellungnahme aus Rom. Ratzinger brauche noch Zeit, das ihn schwer belastende Gutachten zu prüfen. Meiner Meinung nach sollten die Täter nicht dem kirchlichen Recht, sondern dem Strafrecht unterliegen. Alles müsste offengelegt werden. Wäre das nicht von allgemeinem Interesse? Dazu fordere ich, das Relikt des Zölibats abzuschaffen. 900 Jahre Enthaltsamkeit sind mehr als genug, um zu erkennen, dass dies nichts Gutes mit sich bringt. Amen, Schwestern und Brüder. Wir haben das Ende dieser Ausgabe von Headlines Deadlines erreicht. Wenn euch das Format gefällt, lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar zurück. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, mich freiwillig per Bitcoin und Ethereum zu unterstützen. Alle Infos dazu, als auch alle Quellen, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.